Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von How to Survive El Diablo Islands. Ja, das ist ein Metzelspiel, in dem man Ärsche und Köpfe und alles mögliche fliegen sieht. Ja, und gestern, wie ihr euch vielleicht noch dran erinnern werdet, waren wir gerade auf dem Weg ins Bett, als wir dann doch von ein paar Zombie-Horden waren wir schon. Ja, natürlich. Als wir von ein paar Zombie-Horden angegriffen wurden, kurz vor der Bettruhe. So, ich schau mal schnell, wo wir hin müssen. Wenn wir nicht, da müssen wir. Okay, wir müssen natürlich zum Korvac. Haben wir ja gestern, oder in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass wir mehrere Workshops hatten bei ihm. Haben wir jetzt alles gelernt, wie wir kombinieren, wie wir eine eigene Shotgun machen und ja. Und dann werden wir sehen, was er jetzt für uns hat. The third most important danger is fatigue. Exhaustion will kill you. Ja, stimmt, das hatten wir gestern schon. Wir müssen schlafen, genau. Wir müssen ein Nickerchen machen. Da hinten irgendwo, ganz weit oben, müssen wir ein Nickerchen machen. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. So. Haben wir noch einen Helm mit. So, natürlich nehmen wir ein bisschen Ammo mit. Ich bin aber schon sehr, sehr müde. Ich bin so träge, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann ja nicht mal mehr rennen. So, jetzt haben wir natürlich einen Knochen, den können wir ja kombinieren mit einem Knochen. Genau, so machen wir das. So. Oh, jetzt muss ich natürlich nachladen. Oh, und schon bin ich gestorben. Egal, wir machen gleich nochmal von vorne. Natürlich beim letzten Checkpoint. So. So, noch ein Helm. So, jetzt erstmal nachladen. Noch ein Helm. So, bevor wir schlafen gehen, rotten wir hier die restlichen Stöhner in der Stadt aus. Oder auf der Insel. Ah, ja, ist eher eine Insel. Wo sind die? Da ist noch einer. So. Haben wir hier bestimmt noch einiges da rumliegen. Bone. Nochmal Piece of Fabric. Genau, so. Da sollen wir natürlich nicht hin. Oh. Oben war noch einmal. Oh, hier ist noch Ammo. Ein Schießstand. Natürlich, kann man ja gut gebrauchen. Wir können ja so schlecht schießen. So, oben war noch ein Workshop gewesen. Ich weiß aber nicht, ob wir den gestern schon hatten. Ich glaube, wir essen erstmal was. Und wir trinken mal was. So. Und dann gehen wir mal hier zum Workshop. Schauen wir mal, was Korvac hat. Korvacs Rules. Chapter 9. Resting. Chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about resting. To survive day after day, it's imperative to rest. You should not sleep by day and night, but when fatigue is felt. The more you are tired, the more your stamina decreases.
where you can rest easy. There are many secure shacks you can sleep in safely, but they don't need to be cleaned out before you can rest. Okay, wissen wir also Bescheid. Das sind natürlich die Rest Areas hier. Wir öffnen das mal noch nicht. So. Dann holen wir da mal was raus, was das Hardware. Na super, kann man gut brauchen. Open. Na kommt raus. Noch einer. Irgendjemand hat gerade was gehabt. Ammo. Jetzt wird's aber hier ein bisschen. Na. Wo kommen die denn jetzt alle her, sage mal? Das ist ja wieder viel zu stressig für mich. So, wie viele Helme haben wir denn jetzt schon? Wir haben 7 Helme. Mein Gott, was sollen wir denn mit den ganzen Helmen? Wo haben wir hier die Hardware? Genau, da. Hardware. So. Wenn man die wenigstens verkaufen könnte, die Helme, das wäre ja perfekt. Ja, 14% haben wir noch. Können wir noch schnell ein bisschen einsammeln, was hier noch rumliegt. Ammo. Ammo. So viele Magazine wie hier rumliegen, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt geil. Braucht man sich nie Gedanken machen. So. Und nun, meine Damen und Herren, da war noch Ammo und noch ein Helm natürlich. Und die Zombies brennen nochmal an. So. Und nun, meine Damen und Herren, speichern wir das Ganze. So, einmal gespeichert. Eine leere Flasche genommen. Wir schließen das Ganze und taken einen Nap. So. Saving. Sleep. Ah, einfach mal auf den Boden hingelegt mit so einem scheiß geilen Helm. So, wir warten, bis oben die Leiste gefüllt ist. Oben links natürlich die Schlafleiste. Hinlegen. Sicher bist du müde, leg dich hin. Okay, man ist halt nicht müde. So. Wir müssen wieder natürlich zurück zum Kovac. Schauen wir, ob uns verlaufen. Natürlich verlaufen wir uns nicht. So. Perfekt. Ja. You look younger. The miracle of sleep. Fascinating. Mission complete, congratulations. So, Kovac, und nun? Nochmal. Your training is complete, for now. But I need my shotgun back. Bitte? Sorry, but this stuff is mine, not yours. You must find your own. In exchange, I'll give you a special gift. Shotgun back. Please. Ja, da liegt sie doch. Thank you. As promised, here is your special gift. The first piece of your first handmade gun. Feel free to search around my dumpsters for the parts you'll need to complete your gun. You will find the blueprint of the gun and a compressor close to my trailer, parked at the hilltop of the camp. It's up to you how you customize it, though. Okay.
You received a Harpoon Grip. Also einen Harpoon-Griff haben wir schon mal gekriegt. Ein Level Up sind wir auch. Once you're armed, you should return back to your friend. Or you can stay here and explore my island if you want. The offer is always there. You may meet some of my loyal friends, the monkeys. They are often found around here. Be good to them, they will be good to you. Hey, it's up to you. No pressure. Please, don't hesitate to come back to see me. I like helping you. Good luck, Survivor. Go back to Raymond. Okay. Ach, ich liebe ja diesen russisch-englischen Akzent. Ich liebe ihn einfach. So, Ramon. Runter zum Boot wieder natürlich. Wir haben ja Pfeil und Bogen. Ob wir das mal probieren sollten? Ich glaube, das wird zu... schwer, denke ich mal. Aber wir könnten es ja mal probieren. So, wo war jetzt das komische? Da war das gewesen, genau. So, hier haben wir es ja. Hello, can you hear me? Does anyone read me? Dr. Miller. Answer, please. This is the science base on Horno Island. Oh my God, Henry, it worked. There's someone on Channel 8. Hold on. Please, help us. I have a co-worker here. He's in a serious condition. He was attacked by monsters while repairing our electrical grid. He's been electrocuted. We need help immediately. We are on the island of Horno, to the east of the archipelago. Find the distressed scientist girl. Na ja, herzlichen Glückwunsch. Wo sollen wir das denn finden? Da unten ist ein Affe. Ein Affe, da müssen wir mal. Da gehen wir mal gucken. Cook Meat. Ey, wir können Fleisch kochen. Na, dann müssen wir da mal schauen, ob wir irgendwo Fleisch finden, hm? Ja, vielleicht sogar nicht so schlecht, wenn wir Fleisch finden. So, ich bin natürlich Level Up. So, jetzt gehen wir mal schnell zu dem Affen da runter. Okay, da ist nächste Einfahrt. Kommen wir hier. Ja, hier kommen wir hoch. Ein Affe. Ein Affe. Natürlich rede ich mit einem Affen. Okay, ja. Cook a special white plant for Coco. Cook a special white plant for Coco. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habe ich noch eine special white plant? Ja. Okay. Dann machen wir mal Feuerchen. Schauen wir mal, wo wir hier Feuer machen können. Das ging ja hier irgendwo. Irgendwo haben wir ja, hier ist eine Feuerstelle gewesen, genau. So. Habe ich gekocht? You cooked a special white plant. Ja, super. Das habe ich doch gewollt, Freunde. So einfach geht das. So easy, easy. So, jetzt gehen wir mal zu dem Cheetah, oder wie der heißt, zurück. Coco. So. Cooked white plants, smelling good. Coco give big reward for survivor. Mushrooms for survivor. Mushrooms very precious. Mushrooms and leaves keep survivors strong. Na super. Jetzt haben wir Mushrooms bekommen und 600 XP. Das ist ja ein Traum. Jetzt können wir mal gleich mal die Mushrooms kochen. Dann machen wir mal ein Stück schneller. So. Select. Und cook. Ja, you picked up cooked Mushrooms. Essen wir mal. Ich wollte aber die Mushrooms eigentlich kochen. Ah, die Mushrooms kann ich nicht kochen. Okay. Gut, dann koche ich hier die Mushrooms nicht. So. Da oben ist nochmal Coco. Dann gehen wir gleich mal zu dem Coco nochmal hin, ne? Okay,
Gehen wir gleich nochmal zu dem Coco. So, auf Dings gewechselt. Oh. Noch ein Helm. Mein Gott, wir finden so viele Helme, das ist ja schon unnormal. So. Mit dem Anvisieren macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und so viel Munition. Ach komm, ihr habt doch keine Ahnung, was hier abgeht, ey. Was ist mit euch? Keine Chance habt ihr gegen mich. Ich bin die weibliche Terminatorin. Hier natürlich wieder nichts dabei. So, da oben sind noch zwei. Eins, zwei. Natürlich noch Helm und nochmal Ammo. Coco, da ist sie wieder. Die kleine Coco. Ja, natürlich. Coco looking for yellow fruits. Love yellow fruits. Give Coco three yellow fruits. Do this and Coco give you big gift. Natürlich. Yellow Fruits. Wenn ich jetzt wüsste, wie die Pflanzen aussehen von den Yellow Fruits. Ich weiß es aber nicht, wie die Pflanzen aussehen von den Yellow Fruits. Hi. Ach, Schnauze. Scheiß Papagei. Ich hab keine Ahnung, wie die Yellow Fruits aussehen. Ich hab echt kein... Du blödes Arschloch. Komm du mir mal zurück, du, dann schlachte ich dich da. Dann kriege ich dich morgen zum Mittagessen. So, Yellow Fruits, ja. Habe ich überhaupt noch Yellow Fruits? Natürlich habe ich noch... Ne, natürlich habe ich keine. Und die kombinieren? Ne. Das ist jetzt echt eine... super Frage, wie ich jetzt an gelbe Früchte rankomme, weil ich ja keine Ahnung habe, wie die aussehen. Ja, hier ist auch alles neblig. Ja, hi, was geht ab? Hier ist auch alles. Also jetzt haben wir eine Healing Plant aufgesammelt. Ich brauche aber gelbe Früchte. Yellow Fruits. Wo finden wir hier Yellow Fruits? Denn Coco liebt Yellow Fruits. Ganz schlecht. Da ist eins. Wunderbar, das war eins. Jetzt habe ich auch nicht geschaut, wie es aussieht. Eieiei. Wo bin ich denn? Da drin. Exotic Fruits heißen die also, nicht Yellow Fruits. So, schauen wir mal weiter. Hier vielleicht noch was finden auf dem Hügel da oben. Okay, da kommen wir nicht, leider nicht hoch. Na, rum da jetzt.
bei der Abischlocht. Ja, aber Ammo. Ammo, natürlich nehmen wir gleich mal Ammo mit. Drei gelbe Früchte, ich habe gerade mal eine. Cassava Root. Okay. Das sind keine Yellow Fruits. Oh, hier ist so neblig. Ich bin froh, dass ich gerade so noch was sehe. Da oben ist auch nochmal Cassava Root. Oh, hier ist so neblig. Okay, eine Lampe bringt mir da auch nicht viel. Ammo. Okay. Ja, Freunde, es leckt gerade wieder ein bisschen, ich schätze mal. Weil ich gerade im Hintergrund wieder was hochlade oder irgendwelche Updates oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, der Upload müsste eigentlich schon längst fertig sein oder dürfte schon fertig sein. Aber ich weiß nicht, warum das jetzt leckt, aber ich denke mal wegen Updates, weil die waren heute schon angekündigt. Natürlich nehmen wir einen Autoreifen mit. Haben wir ja schon immer gewollt. Ein Autoreifen, das habe ich mir schon immer gewünscht. So, mal schauen, wo wir hier noch zwei gelbe Früchte finden. Mann, 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 die lassen sich aber auch scheiße finden hier, die Früchte zwischendurch. Special Blue Plant, die brauchten wir eigentlich nicht. Da oben ist noch so ein Typ, der rumstöhnt. Schauen wir, was wir hier noch haben. Natürlich haben wir Flashlight, haben wir schon. Natürlich haben wir das schon. Wooden Stick brauchen wir nicht. Haben wir auch schon oft genug aufgesammelt. Ja, wir müssen jetzt irgendwie an eine scheiß gelbe Frucht kommen. Oder an zwei gelbe Früchte. Ja, jetzt. Ich drücke 10 Mal am Stück. Ja, ich nehme einfach mal mit den Helm, der kann uns nicht schaden. Ja. Wie viel Munition wir hier finden, so viel finde ich ja nicht mal in einem anderen Survival Game. Das ist ja der Wahnsinn. So. Hier oben war die Cassava Root, da in der Ecke. Genau, aber leider finden wir natürlich keine gelbe Frucht. Hier ist auch noch eine Cassava Root. So. Da will noch einer was von mir. Ja, was der mir abzieht, ist ja, wie willst du da überleben? Das ist ja unnormal. Hebarium Update 2 von 20. Okay. Das heißt, wir sind auf Insel 2 von 20. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier nehmen wir noch einen Helm mit. Haben wir schon 10, 12, keine Ahnung, wie viel wir haben. Cassava Root. Ich finde hier keine gelbe Frucht mehr. Egal. Wir wollen jetzt hier nicht weiter unser Zeit verprödeln. Ja, runtergesprungen. Ich glaube, ich bräuchte mal was hier kochtes. Was leckeres hier kochtes. I need. Weil ich bin schon lange nicht mehr richtig da, wie ich eigentlich sein sollte. Oh, jetzt sind wir noch auf dem falschen Boot. Ach, Mann, 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 Mann. Was ist das denn? Short Tube. Kann man das schon mal kombinieren? Natürlich nicht.
Short Tube kann man nicht kombinieren. Tire strap, curved piece of tire, useless as is, but it could be used to make some armor. Okay, wir können uns damit also ausrüsten und es bietet uns also Schutz, ja. Wir können uns damit schützen sozusagen. So, wir gehen einfach mal da weiter. Da oben ist schon wieder Coco gewesen. Hi, sagt er. Hi. Was ist denn jetzt oben? Oben sitzt er in einem Käfig. In dem Komax steht das gar nicht. Okay. Da oben sitzt er in einem Käfig. Da sitzen mehrere im Käfig. Ja, komm doch, jetzt hör auf hier. Noch mehr Ammo. Wenn ich wüsste, wie die gelben Früchte aussehen. Sage mal. So, ich bin gleich am Sterben, jetzt bräuchte ich aber wirklich mal wieder. Ich glaube, da haben wir noch eine gelbe Frucht gehabt, da war irgendwas Gelbes. Da, guck jetzt, schau an. Da, Special. Inventory is full. Inventory is full. Ja, den Knochen, den können wir auch weghauen. Special Red. Land. Oh, da hat mich gerade Blitz getroffen, habt ihr das gesehen? Alter, jetzt ist doch... Das kann ja nicht sein, so jetzt haben wir erstmal eine Bandage rumgemacht. Damit es ein bisschen so aussieht, als ob wir noch halbwegs leben. So, 1, 2, und komm her, kommt alle her, na. Kommt her hier, alle her, ja, alle her. So, du noch vollen Rücken, Drecksack. Ja, wir nehmen für einfach mal alle Helme mit, vielleicht können wir die irgendwann später mal loswerden. Jetzt sind wir später eine 10-Mann-Gruppe. Ja, das ist doch nicht normal, das geht ja gar nicht. So, Saving. Wir schließen mal. Ach, natürlich ist sie nicht müde. Natürlich ist sie nicht müde. Na, dann ist sie halt nicht müde. So. Natürlich können wir hier nichts kochen. Wir haben noch was zu trinken, genau. Nee, das traue ich mir jetzt nicht. So. Ich muss ja irgendwo noch eine scheiß gelbe Pflanze finden, das ist doch nicht normal. Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Oh, Entschuldigung. Ach, muss jetzt mal sein, ich habe schon die ganze Zeit so einen Frosch im Hals. Schon wieder Cassava Root. Classic Arrows with Feeders. Okay, also wir können ja... Pfeile mit Federn machen. Für was sind die gut? Fliegen die besser oder was haben wir da? Exotische Früchte.
Super, also brauchen wir nur noch eine. Hier ist eine Special blaue Pflanze. Jetzt hinten irgendwo, also gelbe Früchte sind die mit den gelben Früchten an dem Strauch. Gut zu wissen. Vielleicht finden wir nochmal gelbe Früchte. Aber ich glaube, wir sollten erstmal schlafen. Lampe anmachen, ah, geht noch nicht. Okay, ist noch zu hell draußen, natürlich. Ja, wir schließen und schlafen. Wir schlafen eine Runde. Und da sind wir wieder wach. Die Nacht ging schnell vorbei. So, ab zum Boot. Zum Boot. Travel to Homo... Ah, Horno. Horno Island. Ich habe Homo Island gelesen. Okay, ne, dann fahren wir mal ab nach Horno Island. Und wie es da weitergeht, das sehen wir gleich mal dann in der nächsten Folge. Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich und tschüss.